Wieso du dank künstlicher Intelligenz absolut gar nichts mehr können musst, um dir online ein Business aufzubauen. Ja, so ähnlich können auf jeden Fall das Video anfangen. Ich werde dir heute auf jeden Fall Wege zeigen, wie du mit Hilfe von ChatGPT, Neuroflash und Co. es sehr, sehr einfach mittlerweile hast, dir online ein Business aufzubauen. Und ich zeige dir heute vor allem eins zu eins, Schritt für Schritt, wie du mit Hilfe dieser Programme dir ein Business aufbaust, eine Idee findest, mit der du starten kannst und am Ende auch Kunden gewinnst und damit Geld verdienst. In dem Sinne, viel Spaß beim Video. Wir sehen uns gleich am Screen wieder. Alright, damit moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Adrian Philipp. Falls du mich noch nicht kennst, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Hier findest du alle Inhalte zum Thema Businessaufbau, Business starten, Ideen finden, Gründung und Co. Natürlich auch später die Dinge verkaufen, lernen und skalieren. Wenn du erneuter Zuschauer bist, herzlich willkommen zurück. Heute ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar sprechen wir heute einmal über den Trend, den du wahrscheinlich schon auf ganz TikTok, Instagram, YouTube gesehen hast. Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und so weiter, ganz vorne ran, ChatGPT. Was ist dieses Programm, wenn du es noch nicht kennst? Vielleicht kurzer Exkurs dazu, das ist im Endeffekt einfach online ein Tool, runtergebrochen einfach eine Art Chatbot, der mit dir schreibt wie ein Mensch. Der löst im Endeffekt sehr komplexe Fragen, der kann dir Texte schreiben, der kann verschiedenste Dinge machen, das schauen wir uns heute auch mal so ein bisschen an, mithilfe von der künstlichen Intelligenz, die von Unmengen an Wissen im Internet gefüttert wurde. Zig Wikipedia-Artikel, zig Blogbeiträge, alles was du online so findest, macht sich diese Intelligenz zunutze, um dir entsprechende Antworten zu liefern. Und wie gesagt, wir schauen uns heute da mal zwei Programme an, ChatGPT und Neuroflash. Und wie du diese Programme eben nutzen kannst, um dir daraus ein Business aufzubauen. Weil häufig ist ja wirklich der Faktor, hey, man möchte mit einem Business starten, aber so Dinge erscheinen erstmal relativ kompliziert. Auch wenn dir irgendwelche komischen Dropshipping-Influencer immer sagen, es ist so easy, Geld zu verdienen, halte ich eh nicht viel von. Es gibt andere Videos, wo ich das mal in Ruhe erkläre. Wollen wir heute gar nicht drauf eingehen. Ich zeige dir heute, wie du mithilfe von der künstlichen Intelligenz quasi ohne einen eigenen Skill einfach den Skill von dieser KI nutzen kannst und am Ende daraus ein Business aufbauen kannst. Und damit wir uns das Ganze jetzt mal genauer anschauen, würde ich sagen, gucken wir mal am Screen weiter, denn da kann ich es dir besser zeigen. So, wir sind jetzt hier einmal auf meinem Desktop und zwar schauen wir uns jetzt hier einmal sowohl Neuroflash als auch ChatGPT an und ich will dir einmal erzählen, wie du das Ganze auch für dich nutzen kannst. Wir fangen hier mal mit Neuroflash an. Habe ich tatsächlich vorher entdeckt, war auch schon ein bisschen länger damit, habe ich mich auch schon ein bisschen länger damit beschäftigt. Und zwar siehst du hier schon relativ gut, das Ganze ist auch erstmal kostenlos für die ersten Wörter, kannst ja einen Account machen, dann zahlt man irgendwas dafür. Im Endeffekt geht es hierbei hauptsächlich darum, ein Skillset, was eigentlich ein Hochpreis-Skill ist, wie beispielsweise Copywriting, Werbetexte schreiben allgemein, Skripte schreiben für Social Media und. Das ist tatsächlich alles eigentlich ein High-Price-Skill, den man dann am Ende nur verkaufen muss. Und diese KI nimmt einem so ein bisschen diese Fulfillment-Arbeit ab. Also im Endeffekt macht die KI die Arbeit für dich. So, wir können jetzt hier einfach mal ein Beispiel auswählen. Wir hatten jetzt letztens bei mir auch im Coaching, in einem Live-Call, das Thema, dass jemand LinkedIn-Beiträge bräuchte. Und es gibt ja genug Agenturen, die machen Beiträge für dich, die machen Skripte für dich und so weiter. Jetzt können wir hier mal auf Social Media klicken und gucken uns hier einfach mal an. Okay, krass, hier gibt es so einiges. Ja, das heißt, wir können hier YouTube-Video-Beschreibung, YouTube-Video-Titel, klickstarke Überschriften, YouTube-Video-Skript, Kanalbeschreibung. Können wir komplette YouTube-Agentur theoretisch mit aufbauen, wo wir alles machen. Ne, Instagram-Bildunterschrift, LinkedIn-Kontaktanfrage, LinkedIn-Beitrag. Das hier ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil so ein LinkedIn-Beitrag ist an sich, wenn du LinkedIn kennst, immer so sehr normal strukturiert. So, das ist im Endeffekt, kann auch als Blogbeitrag zählen. Aber solche Beiträge auf LinkedIn sind jetzt erstmal relativ greifbar. Wir können uns dann auch mal das Thema Videoskript anschauen, aber sagen wir einfach mal, hey, du schreibst LinkedIn-Beiträge für deine Kunden. Sagen wir einfach mal, guck mal, wir haben hier schon, dann müssen wir noch eingeben, Thema und Challenge. So zum Beispiel Teamkultur, Führungsstil, DAX 30 Konzerne. Nehmen wir einfach mal das Thema Fitness, Abnehmen, Ernährung, Kalorienzählen. Sollen wir auch alles hier richtig schreiben? So, abnehmen. So, Fitness, Abnehmen, Ernährung, Kalorienzählen. Darüber wollen wir jetzt mal einen Beitrag machen für einen Fitnesscoach. Challenge, warum Vertrauen wichtig ist für erfolgreiche CEOs.
Das heißt, hier wollen wir jetzt so grob erstmal eine grobe Überschrift formulieren. Das kann dann sowas sein, ob Kalorienzellen sinnvoll ist oder nicht. Sagen wir mal so. Habe ich jetzt vorher noch nicht getestet. Theoretisch können wir jetzt hier noch einstellen, welche Tonalität das Ganze haben soll. Lassen wir aber einfach mal so machen. Klicken auf Erstellen und jetzt dauert das einen kleinen Moment, während das Ganze erstellt wird. Wofür kannst du es im Endeffekt nutzen? Du erstellst jetzt diese LinkedIn-Beiträge für beispielsweise deine Kunden oder auch für dich selbst, um Kunden zu gewinnen. Das heißt, wenn du jetzt eine Agentur bist, die Beiträge schreibt für LinkedIn, für Blogs und so weiter. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier schon mal verschiedene LinkedIn-Beiträge. Hier sogar einmal mit Emojis sogar drin. Genau, jetzt haben wir hier zum Beispiel, ich bin der festen Überzeugung, dass Kalorienzählen sinnvoll ist. Viele Menschen nehmen zu viele Kalorien zu sich und merken es gar nicht. Dadurch nimmt man unwillkürlich zu. Durch das Zählen von Kalorien kann man sehr gut erkennen, wie viel man tatsächlich zu sich nimmt und ob es für die eigenen Ziele auch Sinn macht. Guck mal, das klingt schon mal so, als ob es ein normaler Mensch geschrieben hätte, normaler Fitnesscoach auf LinkedIn. Das heißt, sowas können wir jetzt machen, können jetzt auch sagen, jo, ich hätte jetzt gerne mehr davon, jo, das gefällt mir und jetzt klicken wir einfach hier rein, haben den Text hier drüben, können jetzt sagen, jo, wir wollen auch weitere Texte haben, bitte generieren wir noch mal ein bisschen mehr hier hinter. Ne? Und wir sagen, die wollen wir auch noch mit haben, so beispielsweise. Und dann siehst du hier oben, du hast dann Wörter, für die du theoretisch bezahlst, hast aber auch, wie gesagt, viele Gratis-Wörter erstmal mit dabei. So, jetzt bist du eine Agentur, verkaufst das beispielsweise, jo, ich schreibe dir LinkedIn-Beiträge, sodass du mehr Vertrauen bei deiner Zielgruppe auf LinkedIn erreichst und mehr Kontaktanfragen von dir angenommen werden, beispielsweise. Das heißt, wir können hier dann auch nochmal LinkedIn-Kontaktanfrage machen. Ne? Können wir hier auch wieder quasi auswählen, aber ich denke mal, du verstehst, was ich hier machen will. Ne? Könnten hier auch Newsletter zum Beispiel schreiben und hier gibt es unzählige Möglichkeiten. Du kannst ja gerne mal stoppen. Website-Texte, E-Commerce, Produktbeschreibungen, Vertrieb, ne? Da kannst du sowas alles noch mit reinschreiben und. Unzählige Sachen, die du hier machen kannst und es ist wirklich sehr, sehr, sehr akkurat. Natürlich nicht perfekt, aber es ist eine sehr geile Grundlage, um eben was zu machen. Nächster wäre ChatGPT, das, was momentan überall ist, auf TikTok, auf Instagram, überall. Hier kannst du nämlich einfach dem Chatbot sagen, was du haben willst. Hier ist das Ganze jetzt auf Englisch, der kann das aber halt eben auch auf Deutsch. Wir können zum Beispiel sagen, hey, du willst Fitnesscoaching machen, sagst, hey, erstelle mir einen Trainingsplan im, weiß ich, Push-Pull-Legs-Split für Anfänger. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal, was kommt. Noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob er das checkt hier mit Push-Pull-Legs-Split. Schauen wir einfach mal. Braucht auch einen kleinen Moment. Gucken wir mal, ob er das kann. Ansonsten kannst du mit ChatGPT wirklich alles möglich machen. Leute machen ihre Hausaufgaben damit. Okay, das ist falsch geschrieben. Gucken wir mal, was gleich rauskommt. Auf jeden Fall, das Ganze kannst du für alles machen. Leute nutzen es für Hausaufgaben, Leute nutzen das für Programmieren, Leute nutzen das für Werbetexte. Der hier ist natürlich so, du musst dem genau beschreiben, was du halt haben willst und dann ist das wie ein besseres Google. So, jetzt gucken wir mal, was er hier noch schreibt. Ja, guck das mal an. Der macht hier einen einfach Trainingsplan für dich. Fertig. So, theoretisch könntest du den jetzt anbieten für Geld und verkaufen. Oder einfach, wenn du Fitnesscoach bist, das Ganze hier als Grundlage nehmen und dann eben weiter verfeinern. Natürlich jetzt mit meinem Fitnesswissen, ich sag mal so, das ist jetzt nicht das Krasseste. Es ist definitiv wahrscheinlich auch nicht der beste Trainingsplan, den man je machen kann. Aber er ist ja für Anfänger gedacht, deswegen vielleicht ist es gar nicht so doof, erstmal nur 4 Übungen reinzunehmen. Klar, Pausenzeiten fehlen hier noch und ich weiß jetzt nicht so, ob das jetzt das Allersinnvollste ist. Naja, wie dem auch sei, hier steht einiges mit dabei. Kann man auch wieder als Beitrag nutzen. Hier, wie gesagt, kannst du super kreativ sein und dem sagen, was du halt haben willst. Der schreibt sich hier noch fertig. Das hier ist, by the way, komplett kostenlos. Ich weiß nicht, ob die in Zukunft auch eine bezahlte Version haben, aber das ist auf jeden Fall komplett kostenlos. Und im Endeffekt, was möchte ich jetzt dafür sagen? Wie kannst du jetzt diese beiden Tools auch dafür nutzen, um ein Business aufzubauen? Und zwar nehmen die beiden Tools dir natürlich nicht den Verkauf ab, nicht die Kundenakquise ab. Aber die beiden Tools geben dir extrem starke Möglichkeiten für Research und so weiter an die Hand. Denn du kannst natürlich einerseits sagen, okay, du willst die Tools jetzt direkt nutzen, um deine Dienstleistung zu fulfillen, willst gar nicht Werbetexten lernen, lässt das die Tools machen. Klar, das ist eine Möglichkeit, dann wirst du wahrscheinlich aber auch nicht der beste Werbetexter auf dem Markt werden. Gibt auch viel Kritik daran, verstehe ich auch. Aber für die Basics reicht es. Beispielsweise, wenn du jetzt Webdesigner bist,
und Website-Texte mit anbietest, die jetzt nicht so krass sein müssen, dann kannst du vielleicht Webdesign, aber Texte schreiben war immer so ein Flaschenhals von dir, wo du gesagt hast, boah, das kann ich nicht so gut. Dann, hey, nimm das Tool, trag da die groben Texte und Vorstellungen deines Kunden ein, der gibt dir vielleicht Stichwörter, damit du jagst es durchs Tool durch, packst die auf die Website, funktioniert unfassbar geil. Genauso aber auch, wenn du jetzt eine Agentur aufbaust für YouTube, für LinkedIn-Beiträge, für Werbeanzeigen, für alles mögliche. Du hast ja gesehen, was bei Neuroflash alles für Möglichkeiten gab. Guck dich da gerne mal durch. Dann kannst du ein gewisses Skillset an diese KI theoretisch auslagern und den Rest natürlich noch für deinen Kunden machen. Jetzt sind natürlich noch so Dinge im Raum, okay, hey, wie findest du überhaupt die Kunden? Wie verkaufst du ihnen überhaupt was? Und. Aber das ist erstmal für alles dasselbe. Wenn du jetzt erstmal ein Angebot aus dem Skill aufbaust, ne, beispielsweise sagst du, hey Adrian, ich will mir jetzt eine YouTube-Agentur aufbauen, Skill habe ich ja hier, dann eignest du dir trotzdem am besten grob mal ein Verständnis dazu an, dass du auch weißt, was funktioniert wirklich, was eher nicht so. Und dann heißt es im Endeffekt nur noch, das Ganze zu kommunizieren, nach außen, auf Leute zuzugehen, Content in die Richtung zu machen. Leute müssen sehen, dass du das anbietest und denen musst du es im Endeffekt einfach dann nur noch verkaufen. Wie das im Detail aussieht, wird ein bisschen den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich wollte jetzt einmal zeigen, wie du das Ganze hier für dich nutzen kannst. Fang jetzt bitte nicht an, das Ganze auf Fiverr viel zu günstig als Dienstleistung anzubieten. Das wäre absoluter Quatsch. Wenn du wissen willst, wie das Ganze geht, dann lass uns beide sehr, sehr gerne mal persönlich darüber sprechen. Vollkommen kostenfrei und unverbindlich natürlich. Ich habe das schon ein paar hundert Leuten beigebracht. Kann ich dir auch sehr, sehr gerne zeigen, weil Skill sollte jetzt kein Thema mehr sein. Den Rest kriegen wir gemeinsam hin. Damit du das Ganze in Anspruch nehmen kannst, klick einfach gerne auf den ersten Link in der Beschreibung. Geh auf adrianphilipp.com, trag dich dort einmal für ein kurzes, kostenfreies Beratungsgespräch mit mir persönlich ein. Wir beide sprechen mal über deine Situation, machen den Plan fertig und ich verrate dir genau, wie du ein Angebot erstellen kannst, das verkaufen kannst, Kunden finden kannst und so weiter. In dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat dir mal eine ganz geile Inspiration gegeben. Wir beide hören uns dann hoffentlich schon ganz bald persönlich wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Ciao, ciao.